Mann, ich weiß echt nicht, was ich zu Weihnachten verschenken soll. Dezember 2017 kam ja nun Episode 8 endlich in die Kinos und für die ganzen Star Wars Fans unter uns und euch haben wir uns überlegt, was es für schöne Geschenke gibt. Doch, doch, und was gäbe es Schöneres als einen echten R2-D2? Der ist von SpeelWorld. Kannst du bitte aufhören zu spielen? Das ist einfach so grandios. Ich kann nicht aufhören, damit zu spielen. Wir müssen natürlich ein bisschen gucken, was die Dinger können. Und wir haben uns die ganze Zeit so gefreut, weil der einfach so unfassbar niedlich ist. Und die originalen Töne von sich gibt. Der Spiro R2-D2 kostet um die 130, 150 Euro. Und was kann der denn jetzt alles? Also, es klingt jetzt am ersten Mal natürlich nach einer relativ großen Menge Geld. Aber nach, ich sag mal so, einer halben Stunde rumspielen kann ich sagen, ist jeden Cent wert. Man hat also eine Spiro-App, da kann man verschiedene Emoticons, quasi so emotionale Reaktionen von ihm auslösen. Yeah. Solche Geschichten. Er macht das aber auch permanent einfach auch spontan selber. Also er reagiert auch auf einen, er erkennt auch zum Teil die Menschen. Ja. Und du kannst auch verschiedene andere Sachen machen. Du kannst zum Beispiel auch einen Modus einstellen, in dem du mit ihm zusammen einen Star Wars Film anschauen kannst. Er setzt sich dann einfach, also den stellst du neben dich, machst den Film an und er reagiert auf Events in dem Film, der dann läuft. Also er sieht das nicht, aber er hört das. Und durch diese Tonspur reagiert er damit. Genau, wenn es aufregend wird im Film, dann wird er auch aufgeregt und solche Geschichten. Oh. Und du kannst ihn natürlich dann auch noch manuell steuern mit so einem Steuerkreuz. Du kannst ihm vorher auch einen, ich sag mal so, Weg einprogrammieren, den er so abfahren soll. Verschiedene andere, er hat sogar eine AR-Funktion. Man kann mit dem Handy sich das Innere des Millennium Falcons angucken. Zum Beispiel, ja. Ja. Und durch seine Augen dann quasi mit dem Handy schauen. Das ist auch eine ganz nette Funktion. Aber ganz ehrlich, diese ganze Funktion haben mich jetzt nicht so fasziniert. Das Beste ist einfach nur, ihn dabei zu haben. Es sieht hier von vorne aus, als könnte er mit seinen Händen noch so ein bisschen was machen. Also mit seinen Fühlern hier vorne. Fühler. Hände. Aber du kannst nichts damit machen. Ne? Du kannst wirklich nur fahren und den Kopf drehen. Hab ich jetzt noch nicht gesehen. Nee, ich glaube nicht. Aber also... Das ist einfach super. Ich habe einfach so schon genug Spaß mit dem. Kann ich dann jetzt auspacken? Weil nee, pass mal. Schön. Wir haben noch was viel Besseres. Pass mal auf. Wir gehen jetzt mal nach da hinten. Nein, lass das mal. Doch, ich will das jetzt. Ich zeig dir jetzt mal das Neueste vom Neuesten in Sachen Star Wars. Okay, dann warten wir damit noch und wir gucken uns das an. Ja. Jetzt haben wir hier nämlich noch ein ziemliches Premium-Star Wars-Geschenk. Jedi Challenges von Lenovo. Das ist ein lustiges Paket, das es schon auf der IFA gab. Konnte man da antesten. Pack mal aus, weil das ist eigentlich ziemlich interessant. Ja. Es handelt sich um ein AR-System, ein AR-Kit zum Thema Star Wars. Hier ist ein Laserschwert. Lichtschwert, Entschuldigung. Ein Lichtschwert. Ganz wichtig. Liebe Fans, es heißt Lichtschwert. Mhm. Lightsaber, nicht Laserschwert. Dann haben wir hier einen Sensor, der leuchtet schön. Mhm, den packen wir mal hier hin, damit der Sensor uns sagen kann oder auch dem System sagen kann, wo sich gerade das Lichtschwert befindet. Und hier ist die Augmented Reality Brille. Die wird Jens jetzt mal aussetzen. Nee, werde ich nicht aussetzen. Ich werde mal zeigen, guck mal hier an der Seite. Ja, genau. Hier ist nämlich jetzt mein Telefon drin. Genau. Aktuell ist es das iPhone X. Genau. Römisch 10, wie es so schön heißt. Richtig. Das kann man hier so reinstecken. Man kann dann so anhand von so Schiebereglern das Ding festigen. Ja, also man kann verschiedene Smartphones rein tun. Genau, und dann gibt es auch verschiedene Adapter mit inklusive. Man muss sich also um nichts weiter kümmern. Ja. Einfach ganz normal reinstecken, an das Headset ranstecken, reinschieben. App laden. App herunterladen, das dauert lange. Jo. Das dauert wirklich lange und dann eigentlich bloß noch aufsetzen. Genau, jetzt sieht Jens durch diese Brille nicht nur die Umgebung, die ich auch sehen kann. Genau, ich sehe dich ganz normal. Ich kann dich ganz normal antatschen. Sondern es werden auch noch in die Umgebung hineinprojiziert Dinge aus dem Star Wars-Universum. Droiden, gegen die er kämpft, Darth Maul, gegen die er kämpft. Es gibt auch aus den alten Star Wars-Filmen dieses 3D-Schachspiel mit diesen Aliens, die gegeneinander kämpfen. Und man kann dann auch in diesem ganzen Augmented Reality Schlachten sozusagen schlagen und auch noch mehr freispielen. Wenn man das gespielt hat, das sitzt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also da muss man gerade diese, ja, das ist aber trotzdem nicht so schön, weil das Gewicht vorne sehr, sehr stark ist. Dann ist mir aufgefallen, dass man das Schwert, dass es immer wieder so ein bisschen wabert, also es ist mal auf der Höhe, mal auf der Höhe. Das ist alles noch nicht wirklich gut. Genau. Das ist aber auch nur dann gut, wenn du 800 Euro für eine HTC Vive bezahlst, wo du deinen ganzen Raum drauf abstimmst. Ne? Ansonsten kann das natürlich nicht so gut werden. Im Kontext hier, dieses Paket kostet 300 Euro. Ist jetzt auch nicht gerade super günstig, aber es ist halt für so eine neue Technik. Dieses ganze AR ist noch nicht so richtig ausgewachsen. Ja, es ist
ist es schon irgendwie ein Preis, den man wohl noch zahlen muss. Also vor allem für Hardcore-Fans ist das was. Ja, das ist, wie gesagt, das ist so ein Premium-Geschenk für richtige Hardcore-Fans, die sich auch ein bisschen für Technik, für Tech-Demos sozusagen begeistern können. Und ich gehe auch davon aus, dass es da wahrscheinlich vielleicht noch mal so ein paar App-Updates auch geben wird. Vielleicht gibt es da noch mehr Content. Wie gesagt, man kann auch Sachen freispielen. Man muss dann erstmal Droiden besiegen, Darth Maul besiegen und dann geht es noch weiter. Nicht? Der Akku ist fast leer, wir müssen das iPhone laden. Okay. Es saugt auf jeden Fall sehr stark am Akku. Mhm. Ich finde es aber durchaus spannend. Ja, hat was. Aber Jens, du hattest da doch noch was, was du mir auch noch zeigen möchtest. Das möchte ich jetzt auch noch mal sehen. Es gibt ja nämlich noch eine wunderschöne Sache, die ungefähr, also schon mal günstiger ist als das, was wir gerade hatten. Okay. 160, 170 Euro circa. Okay. Sogar in einer Sammler Special Edition. Der Star Wars Advanced X1 TIE Fighter, eine High Performance Battling Drone. Eine Battling Drone? Das ist eine Drone. Hier drin ist eine Drohne und das Ding sieht ja schon ziemlich geil aus. Ist aber gar nichts. Moment! Das ist nämlich drin. Also. Was schon mal ganz geil aussieht. Man muss an der Seite so Sachen abziehen. Okay, und jetzt? Das hier vorne ist aus Plastik, ist schön und jetzt pass mal auf. Nee. Warte. Warte. You can destroy the Emperor. He has foreseen. It is your destiny. Okay, und die. So. Und 170 Euro kostet die Verpackung wahrscheinlich. Nein, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie dunkel rausbekomme. Oh, okay, das ist voll. Also ich glaube, ich habe jetzt 5, 6 verschiedene Nachrichten gehört, die immer kommen, so wie das Ding dunkel und wieder angemacht wird. Also ist das ein Lichtsensor da drin? Das ist ein Lichtsensor, genau. Abgefahren. Und das allein schon ist mir das Geld wert. Wir können das Video jetzt beenden, das war's. Also beste Verpackung ever auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal cool. Und jetzt die Drohne halt. Ja. Also wir packen das Produkt mal hier hin. Was ist da noch so drin? Wir haben jetzt hier noch andere Sachen drin und die packen wir jetzt erstmal aus. Fertig. Das war jetzt ein bisschen komplizierter, als man im ersten Moment denken könnte. So ist das nicht. Also so richtiges Plug-and-Play war es jetzt nicht, aber es ist eigentlich ganz schön gezeichnet auch. Ne? Es ist auch relativ viel dabei für diesen Preis. Wir haben 3 Akkus, glaube ich. Austauschpropeller, Austauschflügel. Die sind wahrscheinlich für diesen Battle-Mode noch relativ wichtig. Man kann nämlich mit mehreren Drohnen dieser Art auch gegeneinander kämpfen. Das ist so Laser-Tag mit Smartphone-App. Sein Smartphone spannt man dann in diesen Halter rein. Also, da ist schon eine App dazu, die auch nochmal erklärt, wie man das alles einrichten soll und so. Ja, es ist auch so für unterwegs hier nochmal ein Schraubendreher integriert, mit dem man das Batteriefach aufschrauben kann. Du hast das mit dem großen Schraubenzieher gemacht, ne? Ich wollte das jetzt verschweigen, aber okay, ich wusste das nicht. So. Gut, ansonsten muss ich gestehen, dass die Fernbedienung, dass die Anleitung ganz schön kompliziert ist. Mhm. Sie ist auch nur auf Englisch. Also wenn ihr das für euren 12-Jährigen holt oder eure 12-Jährige, dann vielleicht dabei sitzen. Ich glaube, auf dem Kartonstück ab 14. Dann für eure 14-jährigen Kinder dann eventuell dabei sein und das nochmal in Ruhe durchlesen und erklären lassen. So, jetzt wollen wir das Ding mal starten, oder? Ja, mach an. Also es gibt übrigens auch einen Kopfhöreranschluss an dem Teil, weil das macht eine Menge Star Wars Ambiente, also Sounds, viel Musik und so weiter. Jetzt mach ich mal hier so. Good. Oh ja, yeah, good. Und es ist mir so schwierig einzustellen, wann was stattfinden soll. Ja. So. Irgendwie, mach mal jetzt den Ton weg. Ich probier's mal. Ja. Ich muss erstmal kalibrieren. So. Jetzt sind die miteinander verbunden. Und jetzt? Ah, jetzt ist die Musik aus. Jetzt ist die Musik aus. Gut, weil das haben wir vorhin schon mal probiert, deswegen. Gut. Ja, dann wollen wir mal fliegen, oder? Und los. Aber mach du das mal lieber. Ich trau mich nicht. Drückst du hier. Und dann geht's einfach los. Doppelt drauf drücken. Okay. Dann geht's ganz langsam. Ah! Oh. Tschüss. Vielleicht als kleinen Tipp, macht das nicht in der Wohnung und vielleicht auch nicht das erste Mal vor der Kamera. Ich bin nicht so der Aber der kann anscheinend sogar mit einem Knopfdruck so ein Looping zur Seite machen. Finde ich super. Also, man kann natürlich sagen, es ist jetzt nicht die hochqualitativste Drohne der Welt, aber ich finde, wir haben damit eine Menge Spaß gehabt. Ja, das auf jeden Fall. Unser Kameramann hat bei einem Dreh auch ein bisschen was abbekommen. Aber es leben alle noch. Anderes Thema. Wir haben aber auch ein bisschen Eis für ihn, damit das ein bisschen abschwellt. Apropos Eis, warte mal, jetzt gibt es ja noch mehr.
So, dann suchen wir erstmal Eis für den Kameramann. Der blutet ein bisschen, das muss eine ich Drohnenwunde. Sagen. Eine Drohnenwunde. Eine Drohnenwunde, ist auch schön. wir haben noch Eis vorbereitet. Kannst du das mal rausholen? Richtig. Weil, also das sind so lustige Silikondinge, da kann man Wasser reinmachen und dann hat man Eiswürfel und die kann man ganz entspannt rausdrücken. Das ist eigentlich ganz nett. Genau, das ist natürlich für Star Wars-Fans ganz lustig, wobei man dann auch sagen kann, das mal das mit dem Wasser direkt im Kameramann. Genau. Mach mal das Blut weg. Das Ergebnis ist, sieht jetzt ganz nett aus, so ein kleiner Vader-Helm, aber wenn man es dann im Drink hat, dann sieht man es relativ schnell nicht mehr so gut, was das mal sein sollte. Deswegen mach mal den Drink in das Eis hinein. Hier hat man zum Beispiel so einen schönen, wie viel Parsec waren das? Den schönen Millennium Falcon. Das ist einfach, das ist nett, aber ich finde das... Das Coole an diesen Silikonformen ist, dass die nicht nur Kälte, sondern auch Hitze aushalten. Das heißt, man kann bis 200 Grad backen und könnte zum Beispiel sich leckere kleine Brownies oder sowas in Star Wars Form machen. Das ist ganz nett. Finde ich ganz cool. Also so schlecht finde ich das jetzt als Geschenkidee auch nicht, muss ich sagen. Kommen wir zu den anderen tollen Geschenkideen. Es gibt ernsthaft einen Philips SW5700 Rasierer. SW für Star Wars. Natürlich. in BB-8-Form. Ja, also es steht nicht nur überall auf der Packung drauf, sondern das Gerät selbst sieht auch aus wie BB-8. Wenn man hier diesen Schutz abmacht von diesem Schwingkopf, dann sieht man hier auch so Star Wars-Hieroglyphen drauf. Ist alles in diesem Look, der für Star Wars-Fans natürlich bezaubernd ist. Naja, man zahlt für diesen Rasierer ungefähr 25 Euro mehr, weil da eine Star Wars Lizenz drauf ist. Man kriegt ihn auch ohne. Da ist sogar richtig was eingedruckt. Richtig unsichtbar eingedruckt. Das ist wieder ganz nett. Naja, also für richtige Fans, die gerade einen Rasierer brauchen, ist das vielleicht eine Idee. Eventuell, aber wir brauchen ja keinen Rasierer. Weil ich wüsste schon, wenn man sowas Weihnachten schenken könnte. Was wollt ihr denn euren Star Wars Fans, Freunden zu Weihnachten schenken? Was habt ihr Schönes gefunden, was wir nicht gefunden haben? Schreibt das mal unten in die Kommentare rein, damit andere Fans auch noch tolle Sachen finden. Und vor allem, was erhofft ihr euch vom neuen Star Wars Film? Die letzten Jedi, der jetzt in die Kinos kommt. Der war so gut. Dieses Ende, als Luke Skywalker angefangen hat. Pass auf! Ich will nichts hören von dir. Ein Sterbenswürfel. Nein. Oder du bist dran. Ja? Also, ich will nichts hören. Habt ihr ihn schon gesehen? Schreibt rein, nicht was drin vorkommt, sondern wie ihr ihn fandet. Ich will nichts hören vorher. Luke Skywalker ist eine Alien-Mutter. Und der hat angefangen, den T-1000 auszuscheißen. La, 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 la.